Um deinen Trade-Link finden zu können, musst du Steam öffnen. Danach gehst du mit der Maus auf deinen Namen und klickst dann auf Inventory. Dann erscheint diese Seite. Vom Inventory aus klickst du einfach hier auf Trade Offers und in dem kommenden Bildschirm dann auf Who can send me Trade Offers. Hier unten findest du dann deinen eigenen Trade-Link und zwar genau diesen hier. Mit dem Link können dir Leute dann Trades schicken. Falls du ihn erneuern solltest, dann geht der alte nicht mehr. Und das war's auch schon wieder. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Die Streams sind immer jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Macht's gut!